Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ja, meine Heureihe geht weiter und zwar ist heute Kosmetik for Less dran. Hier ist das Paket, also wenn du Bock drauf hast, mit mir zu erfahren, was sich darin befindet, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich habe das ja sowohl in meinem Douglas als auch in meinem Flaconi-Haul schon gesagt, dass ich ja dieses Video in vier Teile aufgeteilt habe. Douglas, Flaconi, Cosmetic for Less und Sephora, damit es eben auch vier Verlosungen gibt an vier verschiedene Zuschauer. Und ja, so dann auch vier relativ kurze Videos daraus entstehen und du dir dann auch wirklich in Ruhe jedes Video anschauen kannst. Das fand ich irgendwie gut. Ja. Und hier haben wir dann quasi das Paket verpackt und ich muss sagen, es ist immer sehr, sehr gut. Du hast dann Seidenpapier drum zu. Alles ist mit Luftpolsterfolie ausgepolstert. Also, ne, da ist ja keine Möglichkeit, damit die Produkte sich irgendwie bewegen oder irgendwas kaputt gehen könnte. Dann haben wir hier die Luftpolsterfolie, die ich auch immer sehr, sehr gerne verwende, um Pakete, die ich versende, gut auszupolstern. Und dann haben wir hier auch schon die Produkte. Ja, fangen wir einfach mal an mit zwei Highlightern. Einen davon, das ist dieser hier, den behalte ich. Und diesen hier, den gebe ich weiter hier in der Verlosung. Das sind von Revolution die Highlighter. Da hat mich die liebe Alina, die Frühlingsrolina, etwas angefixt. Diesen hier behalte ich, das ist Just My Type, die Farbe. Der ist so hell Champagner-mäßig und den muss man erstmal aufkriegen. Genau, so sieht die Farbe aus und die ist halt uneben von der Oberfläche her und wirklich schön butterweich. Ei, hier haben wir den direkt am Finger. Wow, der geht ab. Okay, oh, der ist schön, der ist wirklich schön. Der sieht ein bisschen aus wie eine etwas hellere Version von dem Becker Opel. Man sieht ihn mal wieder nicht, ne? Oh, ich muss ihn etwas mehr auf meiner, sagen wir mal, sonnengebräunten Haut swatchen. Da sieht man ihn, oder? Oh, Baby. Der ist schön. Der ist richtig, richtig schön. Der gefällt mir. Ja, den werde ich demnächst verwenden. Und die Farbe Dare to Divulg, der ist ein bisschen dunkler. Der kommt jetzt hiermit in die Verlosung. Bei Cosmetic for Less musst du dich ja immer entscheiden, möchte ich tatsächlich jetzt einen Goodie haben oder möchte ich keine Versandkosten zahlen. Und ja, ich finde, dass es sich immer lohnt zu sagen, ich möchte einen Goodie bei 3,90 € Versandkosten. Da sind die Goodies meistens mehr wert. Ich habe mich jetzt hier für die One Beauty Bag for You, also diese Goodie Bag entschieden und bin wirklich gespannt, was drin ist. Die machen wir doch jetzt einfach mal erst auf. Komm. Sonst macht man sowas ja auch gerne immer erst zum Schluss. Als erstes habe ich hier von Leni Brush einen schönen Pinsel, aber leider ein Foundation-Pinsel. Tja, was sage ich dazu? Habe ich jetzt mittlerweile schon ziemlich viele. Das heißt, den werde ich nicht brauchen. Ich schiebe das mal so ein bisschen runter, dann kannst du den auch sehen. Der kommt jetzt hier direkt mit in die Verlosung, habe ich mir jetzt überlegt. Jo, das macht wohl Sinn, ne? Das ist halt so ein festgebundener Pinsel. Die Pinsel von Leni Brush sind auch gar nicht mal so günstig. Deswegen, ne, ist das für dich ganz gut. Die LBF01 ist das. Von Jordana eine Lidschattenpalette. Auch die kommt mit in die Verlosung, weil ich mag diese Art von Pfännchen überhaupt nicht. Ist aber eine schöne Nude-Palette mit sowohl matten als auch zwei schimmernden Tönen, wenn ich das richtig sehe. Ja, also diese beiden hellen Töne sind schimmernd, aber auch sehr ähnlich zueinander. Wobei dieser Ton ist auch leicht schimmernd, ganz, ganz leicht. Kommt mit in die Verlosung. Freedom Pro Impact Nails. Oh, das ist ein schöner Nagellack. Ja, den werde ich mal testen. Ich habe jetzt ja wieder normale Nägel und kann mir die entsprechend lackieren. Das heißt, diese Nagellackfarbe wird ausgetestet. Ich weiß jetzt nicht, warum der so hart verpackt hier drin ist. Das muss jetzt auch nicht sein, da so viel Verpackung zu haben. Ja, aber das ist eine schöne holographische Farbe. So weiß, Perlmutt, aber dann auch noch so mit so einem rosa Schimmer mit dabei. Gefällt mir richtig gut, wird getestet. Dann habe ich hier drin von Sleek. Ach was. Eye Quad Eyeshadow and Eyeliner Midnight Blues, eine Limited Edition. Na, das ist eine coole Sache mal in so einem Set, ne? Ich weiß zwar nicht, wie es aussieht, aber Limited Edition und Sleek finde ich schon mal ganz nicht verkehrt. Sonst habe ich ja echt immer wirklich viel, viel Pech mit solchen Bags gehabt. Hatte dann teilweise auch zweimal die gleiche, was ich ganz furchtbar fand. Dass man dann halt genau das gleiche nochmal bekommen hat. Und da habe ich mir auch gedacht, was soll das? Oder ich glaube sogar dreimal hintereinander. Also da war ich echt sauer für sonst was. Und weil, ne, man freut sich ja eigentlich drauf. Und im Prinzip zahlst du ja 3,90 € dafür, weil du ja Versandkosten bezahlst. Naja, hier haben wir dann das Quad. Ich mag eigentlich keine Quads, aber wir gucken uns das trotzdem mal an. Wow.
Leute, Alter, das ist wirklich krass. Das ist wirklich krass. Das sind drei Schimmerfarben und eine Nicht-Schimmerfarbe. Da muss ich eine Nacht drüber schlafen, ob ich das haben will. Wow. Ich guck mal, was ich so in meinen Paletten habe. Also so ein richtig geiles schimmerndes Blau habe ich ja zum Beispiel in der Love & Hatice Schmidt The Tea is Hot Palette drin. Ne? Das ist Kabam. Das ist richtig Kabam. Hier muss ich etwas schmunzeln, denn ich habe gerade so ein Produkt in einem Trash-Paket gehabt. Das hier ist jetzt aber ein Blush oder Bronzer von Make-Up Obsession. Aber das scheint ein Blush zu sein. Golden Girl B110 wird mir zu braun sein, geht in die Verlosung. Und dann haben wir hier noch ein Produkt von Make-Up Obsession. Und das ist ein Large Bronzer. Den werde ich aber testen. Der sieht zwar ziemlich warm aus, aber den möchte ich mal ausprobieren. Warum eigentlich nicht? Und wenn ich den jetzt swatche, kann ich den nicht in die Verlosung geben. Deswegen, weil ich ihn swatchen will, da siegt jetzt leider die Neugierde, ne? Sehr weich von der Textur. Dementsprechend, wenn ich mit dem Finger durchgehe, dann flockt der auch. Ja, den teste ich hier mal neben dem Highlighter. Okay. Der sieht wirklich sehr, sehr rotstichig aus. Also nicht wirklich aschig, aber den muss ich testen. Den muss ich wirklich testen, ob das was für mich ist oder nicht. Mal gucken. Ja, das war die Beauty Bag und ich fand sie eigentlich ganz gut. Ne? Die hat sich auf jeden Fall dieses Mal gelohnt. Da kann ich mich nicht beschweren. Dann habe ich mir jetzt regulär bestellt. Ein Fixing Spray von Revolution in der Hoffnung, dass es nicht so stinkt wie das Bordfix, was ich hatte. Das ist das Glow Fix. Und das ist Illuminating. Das heißt, es soll wirklich machen, dass du illuminisiert wirst. Genau. Und das soll man gut schütteln. Und da ich jetzt ja eigentlich relativ gut ausgestattet bin im Gesicht, das ist jetzt nicht blöd, denn ich habe zwar noch keinen Lidschatten drauf, aber möchte ich heute auch noch nicht drauf machen. Also das möchte ich nicht. Ich möchte heute keinen Look schminken. Kann ich das ja jetzt einfach mal benutzen. Ich sprühe das erstmal so. Okay. Scheint ein feiner Sprühnebel zu sein. Mhm. Aber stinkt. Es stinkt, aber es fühlt sich gut auf der Haut an. Es kühlt halt, ne? Alles, was kühlt, ist heute gut. Und ja, es gibt einen Glow. Es illuminiert. Aber ich habe jetzt auch nicht irgendwie einen Puder drüber. Also ich habe Highlighter, ich habe Blush heute drauf, ich habe Eyeliner mittlerweile und Mascara. Ich habe ein Lippenprodukt drauf. Foundation, habe ich gesagt, ne? Concealer. Ja, ja, passt schon. Es wird auf jeden Fall nochmal eingehend getestet, aber so jetzt von der First Impression her finde ich es ganz gut. Ja. Dann habe ich mir noch einen Blush geholt von Revolution. Den fand ich super interessant in der Farbe Rose Kiss. Und auch der hat wieder diese geile Oberfläche und der hat wieder hier auch einen Klebi, Claudia. Das musst du erst lösen, bevor du das versuchst aufzufummeln. Das Leben wäre so schön, wenn man nicht immer so an diesen Klebesachen verzweifeln würde. Das ist ein richtig schöner, dunkler Blush. Ich bin ja zurzeit sowieso auf der Suche nach Produkten, die einfach ein bisschen mehr Farbe in mein Gesicht bringen. Und ich denke, dass ich damit ganz gut fahren werde. Ne? Das sieht so schon mal ganz gut aus, wenn ich den ausblende. Also jetzt quasi sanft aufgetragen. Sieht er auch gar nicht so intensiv aus, aber auch nicht zu schwach. Also, ne? Ich glaube, das könnte was werden mit uns zwei Hübschen. Und dann habe ich mir geholt, weil ich gesehen habe, dass die neu draußen ist. Und oh mein Gott, ich glaube, ich habe beides viel zu dunkel bestellt. Oh je. Foundation und Concealer von der Revolution Conceal and Hydrate Reihe. In der F5 habe ich die Foundation bestellt, weil ich hatte ein Video gesehen, wo jemand, die so hell war wie ich, die in F5 verwendet hat. Und in der C3 den Concealer. Vielleicht ist es aber auch nur die Verpackung, die das so dunkel aussehen lässt. Deswegen swatche ich die einfach mal auf meinen Händen. Im Gesicht kann ich sie jetzt nicht swatchen. Da habe ich die Fit Me Foundation von Maybelline drauf. Schauen wir uns erstmal den Concealer an. Hm? C3. Kommt wieder mit so einem Füßchen. Ist wieder in so einer schönen roségoldenen Verpackung. Und Conceal and Hydrate, also Hydrate finde ich einfach in dem Sinne ganz gut, dass es halt einfach ein bisschen auch Feuchtigkeit spendet und nicht so matt ist, ne? Ja, riecht halt ganz normal. Okay, es ist heller als befürchtet. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Puh, das ist schon mal sehr, 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 sehr gut.
Ja, ich glaube, vom Concealer her kann das was werden. Also der ist ein bisschen heller als meine reguläre Hautfarbe, beziehungsweise wenn ich den jetzt so verblende, verbindet er sich ganz gut mit meiner Haut, ne? Das ist schon mal positiv. So, und jetzt kommen wir zu meinem Sorgenkind der Foundation. Die kommt jetzt in einem Pumpspender, das haben die umgestellt, was ich super finde. Jetzt gebe ich mir mal einen vorsichtigen Pump hier auf die Hand. Oh nein, ich glaube, ich habe sie echt zu dunkel bestellt. Es kann was werden. Es kann was werden. Das sieht schon sehr, sehr dunkel aus. Oh, Claudi, was machst du denn für eine Kacke? Warum denn so dunkel? Habe ich die echt in F5 bestellt? Ich bin aber auch ein Vogel, ne? Aber wenn ich die jetzt so ausblende, dann könnte das gut aussehen. Wir testen das noch. Dann habe ich mir einige Paletten bestellt. Und zwar von W7 habe ich mir tatsächlich, oder W7, zwei Stück bestellt. Das sind ja Dupe-Paletten. Und, ne, einmal die W7 On The Rocks Neutrals On Ice Palette, die ich einfach voll geil finde. Das ist ja zu der Anastasia Beverly Hills. Ich weiß gerade nicht welche, ich habe es dir gerade eingeblendet, Palette. Und da freue ich mich wirklich drauf, die mal auszutesten. Ne? Also das wird auf jeden Fall Zeit, dass ich mich auch mal an solche Töne rantraue. Das ist dann halt auch wirklich mit so einem senffarbenen Look, quasi so ein richtiger Herbstlook. Also diese Palette schreit nach einem Herbstlook. Und den werde ich dir auch mit dieser Palette tatsächlich zaubern. Nicht jetzt, aber demnächst. Dann habe ich hier die Natural Berry Eye Color Palette. Und ja. Auch das wieder ein Dupe zu einer Anastasia-Palette und das sind eigentlich so Farben, die ich jetzt auch schon in anderen Paletten drin habe. Also jetzt halt nicht so ultra spezielle Farben. Hätte ich nicht diese Palette, die da unten steht, schon in der Verlosung drin, ich würde die hier mit reinpacken. Aber ne, jetzt werde ich die mal irgendwann testen. Kann man auch mal machen. Es ist ja auch eine Überraschung für mich gewesen, was sich in dieser Surprise Bag versteckt. So, und dann habe ich mir noch zwei Paletten geholt von Essence. Diese zwei hübschen. Das ist einmal die My Little Copper Palette und die My Little Coral Palette. Und ich hatte eigentlich gedacht, dass die auch aus dieser Royal Kollektion sind. Dann war ich aber beim DM und habe noch andere gesehen und mir gedacht, hä? Nee, irgendwie nicht. Aber dann habe ich die jetzt gerade aufgeklappt und sehe da Krönchen drin. Also das sind sehr wohl welche aus dieser Royal Edition, wo Essence und Catrice ihre Sisters LE rausgebracht hat. Also irgendwie verwirrt mich sowas immer mal wieder. So, und eine von den beiden Paletten wollte ich nämlich definitiv in die Verlosung mit reingeben. Und da würde ich einfach sagen, dass ich die My Little Coral Palette, das ist diese, auch mit in die Verlosung mit reingebe. Das heißt, da hast du dann tatsächlich zwei Lidschattenpaletten, die du gewinnen kannst. Ist doch irgendwie mal ganz cool, oder? Ja, eigentlich habe ich ja meine Bestellung bei Cosmetic for Less getätigt, weil ich ja den Revolution Blush und Highlighter kaufen wollte, weil ich wissen wollte, was in der Beauty Bag drin ist und weil ich die neue Foundation von Revolution testen wollte. Es ist dann doch etwas mehr geworden, wie das dann immer so ist, ne? Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Alle Infos zur Verlosung stehen unten in der Infobox drin. Schau einfach mal vorbei. Und ich würde einfach mal sagen, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Hauls. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Würde ich mich mega drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!